Die Märkte werden hin und her geschüttelt durch Schlagzeilen über den Handelskrieg und einer, der immer relativ genau das Gegenteil von Wahrheit in diesen Handelskrieg sagt, das ist Donald Trump. Insofern ist Donald Trump vielleicht der perfekte Kontraindikator und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf den letzten Handelstag der Woche. Schauen wir uns mal an, was gestern war. Da hatten wir ja wirklich vor allem vor der Eröffnung der Wall Street eine extreme Nervosität. Zero Hedge hat das hier mal dargestellt. Da sind wir richtig runtergekommen. China wird Gegenmaßnahmen gegen die Zölle, die am 1. September greifen, einführen. Das hat die Märkte unter Druck gebracht. Dann die Aussagen Chinas, ja, vielleicht können wir einen Kompromiss machen, können wir uns auf der Mitte des Weges treffen. Da sind die Indizes dann 2% gestiegen vom Tief. Das ist schon eine ganze Menge. Dann ging es wieder runter, weil Trump gesagt hat, naja, der Deal, wenn er denn zustande kommt, der wird aber nur nach meinen Bedingungen funktionieren. Genau das wird mit den Chinesen ja nicht funktionieren. Die wollen eben diesen Kompromiss und nicht nach den Bedingungen der USA. Trump glaubt, er hat sozusagen das Recht, hier eine Art Vergeltung einzufordern für das Ausnutzen der Amerikaner durch die Chinesen in den letzten 30 Jahren. Faktisch war das ja ein Deal zwischen den USA und China, ein unausgesprochener. Die Amerikaner konsumieren, leben über ihre Verhältnisse und machen das auf Pumpe. Die Chinesen liefern die Produkte, können dadurch exportieren und treten als Gläubiger der USA auf. Das war sozusagen eine Maschine, die gut funktioniert hat und die jetzt eben ins Stottern geraten ist. Und genau das ist das Problem der Weltwirtschaft. Diese Chimerica-Maschine, wie manche Historiker sie nennen, die hat eben die Weltwirtschaft auch mit nach oben gezogen. Die Amerikaner haben die Nachfrage erzeugt, haben konsumiert, die anderen haben produziert, die Nachfrage bedient. Die einen haben Schulden gemacht, die anderen haben diese Schulden finanziert. Das war eigentlich eine runde Sache, nur ging sie jetzt eben nicht mehr gut mit Donald Trump als Präsident. Schauen wir uns mal an, was Trump heute Nacht wieder Interessantes gesagt hat. Und das hat es wirklich in sich. Das ist die falsche, die wollte ich zeigen hier. Da Trump heute Nacht in New Hampshire auf einer Wahlkampfveranstaltung gesagt, New Hampshire ist ein Bundesstaat, den Trump verloren hat. Bei der letzten Wahl, I think the longer it goes, nämlich der Handelskrieg, je länger der dauert, umso stärker werden wir, the stronger we get, sagte er gestern. Und ich habe das Gefühl, dass es eine ganz, ganz kurze Geschichte sein wird. Nun ja, wir haben ja mit dem Handelskrieg jetzt schon ziemlich lange zu tun, also eine ganz kurze Geschichte ist es nicht. Und vor allem die Aussage, je länger es dauert, umso stärker werden wir, ist natürlich genau das Gegenteil von Wahrheit. Warum hatte Trump dann Smartphones und andere weihnachtsrelevante Produkte aus den Zöllen erstmal ausgenommen? Weil er stärker wird? Nein, weil er schwächer wird, weil er Rücksicht nehmen muss auf US-Konsumenten, weil er Rücksicht nehmen muss auf seine Wahl. Und hier sagte zum Beispiel ein Kommentator, das nennt man in der Psychiatrie oder in der Psychologie eine Projektion. Man projiziert sozusagen eigene Gedanken auf den Gegner. Die wollen den Deal. Nein, Trump braucht den Deal eigentlich. Dann allerdings auch ein paar Aussagen, die interessant sind. Die Konsumenten werden vielleicht die höheren Zölle auch mitbezahlen müssen. Das ist das erste Mal, dass wir das von Trump hören. Natürlich werden sie das müssen. Und er sagt auch, und das ist wieder Kontraindikator, ich glaube nicht, dass China Gegenmaßnahmen ergreift. Naja, sie haben es gestern angekündigt. Es wäre überraschend, wenn sie es dann nicht täten. Schauen wir uns mal ein paar Entwicklungen an, die jetzt interessant sind. Zunächst mal an Konjunkturdaten heute. Wir haben heute Baubeginn um 14:30 und Baugenehmigungen. Verbraucherstimmung Michigan um 16 Uhr, auch sehr interessant. Und wir haben natürlich den kleinen Verfall heute. Das hat vielleicht dafür gesorgt, dass wir gestern nicht abgeschmiert sind, sondern uns wieder einigermaßen, was die Wall Street betrifft, in neutrales Terrain retten konnten. Gestern ja sehr, sehr starke Konjunkturdaten, vergleichsweise starke Konjunkturdaten, vor allem die so wichtigen US-Einzelhandelsumsätze, deutlich besser als erwartet. Warum soll die Fed da so richtig auf die Pauke hauen? Es gibt immer wieder Kommentatoren, die sagen, naja, wir brauchen jetzt eine Notzinssenkung, wir brauchen eine Zinssenkung von mindestens 50 Basispunkten, also 0,5%. Manche rufen sogar nach einer 0,75% Zinssenkung. Das ist natürlich ziemlich absurd, vor allem dann, wenn man sich eben die Aussagen der Fed selber anschaut, wie der James Bullard gestern, das dovischste FOMC-Mitglied eigentlich jemand, den Trump durchaus schätzt, der sozusagen ganz am Ende der Skala ist, was Zinsanhebungen betrifft, war immer
vor allem auch zuletzt im Dezember, gegen eine Zinsanhebung. Und er sagt, ja, trotz eines großen Sell-off an den Märkten ist dieses Repricing der Märkte, ist dieses Adjustieren der Märkte eigentlich gar nicht so schlecht. Wir haben keine Notwendigkeit einer Intermeeting-Action, also sozusagen einer Zinssenkung jenseits einer Sitzung, so praktisch eine Notzinssenkung. Das wird also ganz konkret abgelehnt. Da gibt es keine Notwendigkeit. Ballard hat auch am Vortag schon gesagt, ja, der US-Wirtschaft geht's gut, wir sind nicht in einer Rezession, alles gut, entspannt euch doch mal. Also da ist eine Riesendifferenz zwischen der Fed auf der einen Seite und die, so wie sie die Dinge sieht, den Daten auf der anderen Seite auch, die gestern reingekommen sind, die US-Konjunkturdaten und der Erwartung vieler Marktteilnehmer, die auch in den Anleihekursen wiedergespiegelt ist, was eigentlich jetzt passieren sollte, was die Fed tun sollte. Derzeit ist da wirklich eine große Differenz. Wir sehen das hier. Da ist eine Wahrscheinlichkeit von 50 Basispunkten Senkung, also praktisch einem halben Prozent Senkung, zwischen 35% und 48% gesehen, also fast die Hälfte, fast praktisch die Hälfte an Wahrscheinlichkeit. Jetzt gibt es dann am 22. August, nämlich nächste Woche, das Symposium in Jackson Hole, wo praktisch die Fed viele Notenbanker der Welt einlädt. Da wird Jerome Powell sprechen. Das wird sehr, sehr wichtig, wenn Powell da nicht darauf hindeutet, dass es eine größere Zinssenkung gibt, mit der die Märkte inzwischen rechnen oder überhaupt eine langsamere Gangart, als die Märkte erwarten, anstrebt. Dann könnten wir ganz schöne Turbulenzen an den Aktienmärkten erleben, vor allem aber an den Anleihemärkten, die ja sehr stark in Richtung krasse Zinssenkungen unterwegs sind, Aufweichung der Geldpolitik unterwegs sind. Deswegen sind die Renditen so stark gefallen. Schauen wir uns mal an, was heute jetzt im asiatischen Handel passiert ist. Da haben sich die Dinge etwas beruhigt. Die Renditen sind wieder ein bisschen raufgegangen. Das ist sozusagen das zentrale Motiv. Gehen die Renditen rauf, also praktisch fallen die Kurse für Staatsanleihen. Dann ist das gut für die Aktienmärkte. Und wenn die Renditen fallen, ist es schlecht für die Märkte. Wir sehen, dass die Dinge jetzt sich ein bisschen beruhigt haben. Nikkei Topics leicht im Plus, auch die chinesischen Märkte etwas im Plus. Alles nicht dramatisch, aber es ist eben so ein bisschen eine Beruhigung heute am kleinen Verfall, der nochmal einiges ändern kann. Aber wir haben interessante Konstellationen an den Märkten. Hier zum Beispiel sehen wir den Bankenindex in den USA unter die Unterstützung gefallen. Wir sehen den Transportindex, der hier richtig schlecht aussieht. Also es sind viele Bereiche, die nicht wirklich so toll performen. Und wenn wir uns hier mal die Entwicklung des S&P anschauen, Öl anschauen und dann die Rendite der 10-jährigen Anleihe, das ist oft relativ gleich gelaufen, ist jetzt total auseinander gedriftet und in der Regel nähern sich diese Dinge wieder an. Dann müsste entweder der S&P deutlich fallen, nämlich 14% zum Öl, oder auch deutlicher sogar noch 36% zur 10-jährigen Staatsanleihe, oder die anderen müssen wieder rauf, wenn der S&P oben bleiben will. Das nur am Rande. Apropos noch abschließend der China. Wir haben heute möglicherweise wieder den Blick nach Hongkong oder werden heute wohl den Blick nach Hongkong richten müssen. Hier haben Aktivisten angekündigt, eine Art Bankrun auf chinesische Banken zu machen. Das könnte also nochmal eskalieren. Wir haben auf der anderen Seite auch interessanterweise jetzt, dass Japan China überholt hat als größter Gläubiger der USA, wie jetzt gestern spätabends veröffentlichte Daten des US-Finanzministeriums zeigen. Also die Japaner bauen Staatsanleihen auf, die Chinesen hier Stück für Stück ab. Das ist sozusagen auch ein Spiegel der politischen Entwicklung. Rein in die Charts. Was wir hier haben, das ist der Nasdaq 100. Die Charts von Capital.com, wir sehen den Index bei 7.534. Schauen wir uns mal den S&P an, dann sehen wir hier diese nervösen Spitzen. Das sieht nicht viel aus im Chart, ist aber eine ganze Strecke. Da waren wir im Tief unter 2.820 und sind dann mal eben über die 2.000 bis knapp 2.870 hier gestiegen. 50 Punkte mal 2% innerhalb weniger Minuten, da ist schon was los. Wir sehen hier jetzt diese leichte Erholung. Ähnliches Bild auch beim Dow Jones, 25.723. Was macht der DAX daraus? Der konnte gestern sich relativ ordentlich halten, wird aktuell bei 11.476 getaxt. Gestern ja die Aussage von Rehn, diesem finnischen EZB-Mitglied, der ja nicht gerade als ultra-dovish gilt, der gesagt hat, wir müssen eher überschießen oder wir sollten es eher riskieren zu überschießen als zu unterschießen mit unseren geldpolitischen Maßnahmen, also praktisch hier eine dicke Keule angekündigt hat. Das hat dem Euro schwer zugesetzt, der jetzt sich genau an der 1,11er Marke hält. Wir sehen Gold,
das bei 1519 aktuell hantiert, unverändert, und das amerikanische Crude Oil bei $55.21. Also heute kleiner Verfall, das ist immer wichtig. Jetzt ist die Frage, wie wird man da Positionierungen jetzt glattstellen? Wo gibt es welche Notwendigkeiten zur Adjustierung von möglicherweise schiefliegenden Positionen? Normalerweise ist die Tendenz so, wenn es in einem Quartal nach oben gegangen ist, dann ist der Trend weiter nach oben gerichtet, auch am Verfall. Wenn es nach unten gegangen ist, ist der Trend eher nach unten gerichtet. Das Quartal war bislang etwas schwierig, muss man sagen. Jedenfalls wird jetzt manches nochmal neu gemischt heute, und dann werden wir sehen, ob die Märkte ihren Abwärtstrend, der doch erkennbar ist, fortsetzen oder ob da irgendwie ein neuer Spirit reinkommt, neue Hoffnung in Sachen Handelskrieg wieder aktiviert werden kann. Alles ist möglich und vor allem auch das Gegenteil davon. Ich wünsche einen wunderschönen Tag und sage Servus und Ciao.